Gut, ich bin die Sophie Haas. Zwei Welten prallen aufeinander. Von der Großstadt Köln in die Eifeler Provinz. Für Hauptkommissarin Sophie Haas ein Albtraum aus Langsamkeit und Langeweile. Tapfer nimmt sie die Herausforderung der Spießigkeit an. Mord mit Aussicht besticht durch das temperamentvolle Spiel und der leicht überspannten Mimik der Hauptdarstellerin. Wir sind der Liche Wilden Westen! Ach, ich habe eher mal das Gefühl, dass die wie so eine verlängerte, karikaturartige Fortsetzung ist. Also es gibt bestimmt den Ansatz bei mir auch, irgendwie zu schnell, zu forsch, zu laut, irgendwie so, aber irgendwie sehr gut erzogen. Gerade haben die Dreharbeiten zur dritten Staffel Mord mit Aussicht begonnen. Ob Bühne oder Kamera, Caroline Peters ist derart präsent, dass ihr Spiel fesselt. Wir gehen jetzt alle mal schön nach Hause und beruhigen uns wieder. Ja, aber sind wir denn da noch sicher? Absolut, denn Caroline Peters hat ihre Rolle und ihre Zuschauer nicht nur erobert, sondern fest im Griff. Caroline Peters, schönen guten Abend. Freut mich echt, dass Sie da sind. Mord mit Aussicht war, wenn man ganz ehrlich ist, ein Versuchskaninchen, ne? Ja, absolut. Versuchskaninchen gestartet gegen zwei andere Kaninchen. Jedes Kaninchen durfte 6-mal am Montagabend auftreten. Und dann sollte beschlossen werden, welche von diesen Sendungen am besten läuft und die am besten Quote gemacht hat, die wird dann weitergedreht. Und dann haben die alle drei sehr schlechte Quote gemacht. Und dann hatten wir sehr, sehr gute Kritiken. Und dann wurde das auf so einen anderen Zug umgelegt, sodass man sagte, vielleicht ist es ja auch ganz schön, wenn das deutsche Fernsehen auch mit einer Serienproduktion mal gute Kritiken bekommen hat. Die auch schon schräg ist. Haben Sie sich selbst schon zurechtgelegt, warum das so erfolgreich ist? Nee, das wird man auch so gern gefragt. Ich wüsste das wahnsinnig gern, weil wir ja jetzt die dritte Staffel drehen und ich möchte die gerne genauso gut machen wie die letzte. Also ich habe eine Vermutung. Wenn ich das Rezept hätte, dann würde es mir jetzt besser gehen. Nee, ich habe eine Vermutung. Einmal nicht nur, weil die Schauspieler-innen gut sind, sondern weil sie Personen kurz vor der Überzeichnung spielen, aber immer nur kurz vorher. Und diese Grenzauslotung funktioniert. Ja, das kann sein. Oder vielleicht, also ich denke immer, also wir geben uns halt tatsächlich wahnsinnig viel Mühe im Detail. Und ich habe immer das Gefühl, man sieht das. Also keiner kann es hinterher sagen, ah, guck mal, da haben die doch noch ein ganz bestimmtes Foto in den Hintergrund gerückt, das auch noch die Szene widerspiegelt und sowas kriegt. Man kriegt das alles nicht mit und man merkt es eben doch. Und man merkt eben, dass da nicht, komm jetzt hier, das müssen wir doch in 5 Tagen im Studio irgendwie runtergerotzt kriegen. Hier, zack, hier ist sein Text, mach das. So ist es halt nicht, sondern es ist immer alles gestaltet. Die Kostüme passen zum Fall, der Fall passt zu den Charakteren und so. Und vielleicht ist das angenehm. Ich glaube auch, dass Männlein, Weiblein, Kind und Oma und Opa an den gleichen Stellen lacht. Das Drehbuch hat ja eigentlich nicht vorgesehen, dass sie sich um Männer scheren. Also der Kerl, der da kommen soll, der passiert noch nicht. Jetzt in der dritten Staffel, gibt es endlich mal was mit dem Mann? Männer gab es doch eigentlich sehr viele. Die wurden doch eigentlich eher permanent ausgewechselt. Also es kam nie Mr. Right. Ja, ja, das so, meine ich. Genau, und das ist ja auch eben die entscheidende Frage, ob das für eine Frau so wichtig ist, dass der kommen muss. So, ich glaube, darum geht es ein bisschen. Gut, lässt die Frage offen, was in der Staffel passiert. Gedreht wird im Moment. Ja. Ne? Anstrengender Job auch, geht über Wochen. Ja. Für eine Serie, die dann erst 2014 kommt im Herbst. Ne? 2014 im Herbst. Wir drehen jetzt in diesem Sommer eben 7 Folgen und im folgenden Sommer die nächsten 6. Und dann wird sie erst ausgestrahlt, wenn alles fertig ist. Haben Sie das mal hochgerechnet? Ich habe das vorhin mal ausgerechnet. Sie müssten 5000 Tage hintereinander spielen, um auf die Zuschauer zu kommen, die mit einer Ausstrahlung Mord mit Aussicht da sind. Wahnsinn. Denken Sie mal drüber nach. Also von alleine denke ich da selten drüber nach. Das wird man immer mal so gefragt, ob das jetzt deprimierender ist oder erfreuender ist oder so, aber ich empfinde das Fernsehpublikum eben doch irgendwie stark als anonym. Also die erlebe ich halt nicht, außer die sprechen mich an auf der Straße und das Publikum im Theater ist ja da. Wichtig für die polizeilichen Ermittlungen im ländlichen Raum. Nix. Erstmal Ruhe bewahren. Terroristen. Terror. In den Arsch. Dann den verdächtigen Personenkreis eingrenzen. Bestimmt jemand von außerhalb. Es muss eine von außerhalb gewesen sein. Und die relevanten Drittmittel beantragen. Hundestaffel, Suchtrupps, die Armee, was weiß ich? Uschi, wir sind hier in der Eifel, nicht im Irakkrieg.
Peters, als Sie das letzte Mal bei uns waren, da war diese Fernsehserie gerade angelaufen und Sie haben erzählt, wie irrsinnig aufgeregt Sie sind. Es war noch nicht absehbar, was das für ein gigantischer Erfolg wird. Was hat sich denn nach Ihrer Wahrnehmung nach am meisten verändert seitdem? In der Serie oder in meinem Leben? In Ihrem Leben mit dieser Sophie Haas. Also in meinem Leben mit Sophie Haas hat sich schon eine Menge verändert. Die wird natürlich jetzt von viel mehr Leuten beobachtet. Man kriegt auch jetzt konkret bei der Arbeit, man kriegt viel mehr reingeredet als früher. Und Ehrlich? Das war vorher schon viel. Und jetzt ist es noch mehr. Also von den Regisseuren, den Drehbuchautoren? Ja, von viel. Da gibt es ja beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen viele Seiten, die was zu sagen haben. Und da wird schon mehr drauf geguckt, was man darf und was man nicht darf und so. Und im Leben hat sich natürlich stark verändert, dass ich angesprochen werde auf der Straße oder in der U-Bahn oder irgendwie sowas und darüber früher nie so nachgedacht habe, dass einem das passieren könnte. Und wenn einem das als Theaterschauspieler passiert, dann ist das sehr, sehr selten und sehr distanziert, weil die Leute einen, glaube ich, von weit weg gesehen haben und irgendwie einen auch gar nicht so richtig wiedererkennen, vielleicht an der Stimme. Und wenn man im Fernsehen auftritt, dann ist man bei vielen Leuten ja zu Hause im Schlafzimmer, in der Küche, auf der Toilette, im Kühlschrank und wo die alle ihre Fernseher versteckt haben. Und dadurch ist man so ein Teil von denen. Und das ist ein merkwürdiges Erlebnis. Aber mehr Freude oder immer noch unheimlich? Nee, es ist sehr positiv, weil die meisten Anreden sehr, sehr positiv sind. Das ist so, in dem Fall von Sophie Haas gehen ihr die anderen ja gelegentlich mächtig auf die Nerven, einfach weil sie so unglaublich empört und unglücklich ist, dass sie so zurückgesetzt wurde, weil sie ja sich für was ganz besonders Großes hält und das nicht fassen kann, dass sie da für so eine Provinzpolizistin gehalten wird. Und dass sie dem auch enthemmt Ausdruck verleiht. Finde ich persönlich sehr lustig und sehr sympathisch, auch wenn das manche Leute vielleicht gemein finden, aber ich finde, das hat, also, und Sophie Sand sind die anderen ja auch. Also, das wollen wir ja nicht unter den Tisch kehren. Aber hilflos eher. Die ist viel wirkungsmächtiger, die Sophie Haas. Ja, die ist schneller mit Worten. Yeah. Das hapert bei den anderen ja immer ein bisschen. Die sagen ja gerne mal dieselben Sätze. Und die haben aber diese, also, die wissen ja genau, womit sie die zur Weißglut bringen. Mhm. Und die wissen genau, wie lange sie warten müssen, bis der nächste Satz kommt. Das ist ja auch perfide auf eine Art. Kurz vor deiner Versetzung, da sieht man dich ja in einem sehr brisanten Einsatz im Kölner Nachtleben, im Dschungel der Mafia und ich meine, du nimmst ja einen ziemlich groben Typen fest und nachher sieht man dich zu Hause in einer, ich sag mal, recht intimen Situation mit einem jungen, wirklich gut aussehenden Kollegen und dir fällt sein Name nicht ein. Wie kommt das? Ich meine, kannst du zwischen Beruf und Privat gar nicht so unterscheiden? Ja, das hängt nicht so zusammen. Also das war natürlich, das war mir sehr peinlich, ist ja klar. Irgendwie blöd. Und aber eigentlich trenne ich das wirklich gut, privat und Beruf. Und was so peinlich war in dem Moment, mir ist einfach nur sein Dienstgrad eingefallen und sein Nachname. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt peinlich. Wenn ich das jetzt sage, nachdem wir, also, ne? Natürlich. Und da kann man jetzt nicht, da kann man jetzt nicht zum Dienstgrad und zum Nachnamen zurück. Und der Vorname, der war mir einfach nicht geläufig. Hat mich auch nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Also natürlich schon, aber nicht, ne? Der war eben, ich hätte da jetzt nicht sagen können, Polizeiwachtmeister Schmitz, das wäre die korrekte Anrede gewesen. Das hätte ich ja nicht bringen können in dem Moment. Und deswegen musste ich es eben ganz, da musste ich eben schweigen. Was genau war das eigentlich, was du deinem Vorgesetzten damals angetan hast, dass der dich nach Hängarsch versetzt hat? Also man hat das ja mitbekommen, dass der diesen einen Fall da rausgegriffen hat, um dich loszuwerden. Aber war das wirklich alles? Mein Vorgesetzter. Das ist eine lange Geschichte leider, die ich mit dem habe. Der war eben nicht nur da, mein Vorgesetzter. Der war schon in der Polizeischule im ersten Jahr mein Ausbilder und der hatte mich gefressen von der ersten Sekunde an. Der wollte einfach nicht, dass da ein Mädchen mit Abitur bei ihm in der Klasse sitzt. Er hat gesagt, das macht die anderen nervös und das bringt die ganze Klasse durcheinander. Und der war sowieso dagegen, dass Frauen für Polizeidienst und Militärdienst und sowas zugelassen werden. Und dass ich dann seine erste Studentin war ich, glaube ich, nicht. Oder Schülerin, aber schon eine der Ersten. Vielleicht war ich sogar die Erste, ich weiß das gar nicht. Ich habe ihn nie gefragt, weil wir uns ja nicht so gut verstehen. Und
dem war ich einfach immer ein Dorn im Auge. Und dass ich dann in der Polizei in Köln mich so schnell hochgearbeitet habe und doch sehr weit nach vorne gekommen bin, das hat den schier zur Verzweiflung gebracht. Und er hat einfach darauf gewartet, dass er mich irgendwie rauskicken kann. Und es ist aber nie was passiert. Und dann hatte ich eben diesen einen Fall am Wickel. Das war wirklich eine große Sache. Das war ein sehr bekannter, wie soll ich es anders ausdrücken? Er war ein sehr bekannter Zuhälter aus der Szene. Und den habe ich in einer Art und Weise aus dem Feld geräumt. Die konnte man beanstanden, das muss ich zugeben. Ich habe das aber gemacht, um einen Schritt weiter zu kommen. Ich wollte dafür befördert werden, dass ich den Typen Ding festgemacht habe, weil hinter dem war die Kölner Polizei seit 6 Jahren her. Und da, ich meine, Sie kennen ja die Kollegen, ja, da sind echt kluge Leute am Werk, aber den hat keiner gekriegt. Und ich habe ihn gekriegt und ich bin dafür nach Hengersch versetzt worden, weil der Typ mich auf den Kieker hatte und nur drauf gewartet hat. Und der, den er nach mir genommen hat, das kannst du dir nicht vorstellen, was für ein unglaubliche Schlaftablette der ist. Und der, der kann eben diesem Ausbilder nicht das Wasser reichen. Und das braucht er. Der braucht einfach Leute, die dümmer sind als er. Und da haben Frauen mit einer großen Klappe echt nichts verloren. Sophie, hast du nicht manchmal Angst um deinen guten Ruf? Naja, also was mache ich denn so Schlimmes? Ich meine, ich... Gut, das mit dem Alkohol ist manchmal vielleicht... oder Rauchen soll man auch nicht, weiß ich auch, aber ich habe ja schon auch sehr reduziert. Und wegen den Männern meinst du deswegen schlechten Ruf? Gut, das ist jetzt im Vergleich zu dem, wie die anderen Frauen auf dem Dorf leben, ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber in der Stadt ist das doch völlig normal. Da raucht man eben und dann, oder ich meine, ich rauche fast überhaupt nicht mehr. Es ist ja wirklich extrem selten nur noch. Und man trinkt auch mal ein Glas, ja, ist ja auch völlig normal. Und dann lernt man auch mal hier und da einen Mann kennen. Ich meine, auf dem Dorf ist das ja auch schwer genug, ja. Ist ja auch hart erarbeitet da für mich inzwischen. Und mein Ruf, ich meine, ja, was soll ich machen? Das Einzige, was ich jetzt wirklich noch machen könnte, ist den Dr. Kau zu heiraten. Mein Jochen, so, aber das ist eben nicht so gelungen gewesen, dass ich da in der Trauung weggelaufen bin. Das weiß ich auch, es tut mir auch wirklich leid, Jochen. Und andererseits muss ich ehrlich auch sagen, ich meine, dann ist man verheiratet und dann? Dann zieht er bei einem ein, dann stehen da seine Sachen überall rum, man stolpert morgens über seine Schuhe, die Zahnpastatube ist nicht zugemacht und ich weiß nicht, ob das so sexy ist. Dann ist mir aufgefallen, du hast ja ein sehr innigliches Verhältnis zu deinem Auto. Das ist ja dieser schnittige, rote Dreier-BMW, BMW Cabrio, oh, natürlich, ja. Muss man dann unbedingt dazu sagen. Seit wann hast du das gute Stück? Wie hast du es geschossen? Wie bist du drauf gekommen? Und ja, erzähl mal von deinem Auto. Also das Auto ist wirklich mein Schätzchen, das muss ich schon sagen. Und es ist sehr, sehr loyal. Also ich habe es noch nie reparieren müssen. Es muss nicht zum TÜV und gar nichts ist damit. Es ist wirklich ein tolles Auto und hat auch richtig Wumms. Und wie ich dazu gekommen bin, ist, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Doch, darf ich. Ich habe es nämlich eigentlich letztlich doch wirklich gekauft. Und zwar war das so ein Fall. Also ich war in so eine Sache mit der Russenmafia verwickelt. Das hat sich über ziemlich viele Monate hinweg so hingezogen. Und dieses Auto war ein ganz wichtiger Bestandteil dieser, ich will mal sagen, Sache. Also das hat einer flotten Russin gehört. Das heißt, die hatte das geschenkt bekommen von, kann man sich ja vorstellen, was für einem Typen. Und ich habe es ihr eigentlich abgekauft. Ensemble ist ein gutes Stichwort. Sie waren auch ein sehr gutes Ensemble beim Mord mit Aussicht mit Viane Mädel und Maike Droste. Das war ein tolles Ensemble. Wie gut sie harmoniert haben, das wollen wir uns noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Wir haben hier überhaupt nichts zu tun. Oder? Nichts Konkretes. Ist ja zurzeit schön ruhig. Leider. Und wie zuverlässig ist diese Augenzeugin, diese Melanie? Melanie Hahn. Ah. Das ist die Rothaarige aus der Bäckerei. Die kennen Sie doch auch. Oh nein.
aber nicht die, die immer Mohnstritze mit Puddingteilchen verwechselt, oder? Es ist eine großartige Serie gewesen, muss man sagen, bis 2014. Gibt leider keine Neuauflage, ne? Das ist wirklich schade. Ja, es gibt jetzt eine Neuauflage mit an, also wie soll ich das sagen, das Dorf bleibt erhalten und kriegt ein neues Personal. Mhm. Aber es gibt keine Neuauflage mit uns. Mit Ihnen als Team. Das ist schade, oder? Also, ja, ich hätte damals sehr gerne weiter gedreht. Es war eine der meistgesehenen oder die meistgesehenste ARD-Fernseh-Vorabendserie oder Serie, nicht nur Vorabend, sondern Hauptabendserie. Da waren wir sehr stolz drauf. Genau, eine Hauptabendserie, die meistgesehenste mit 6,5 Millionen Zuschauer. Ich war gerade in Italien, in Südtirol und habe dort Freunden erzählt, dass sie einer meiner ersten Gäste sind im Studio 3 und die sagten sofort, kennen wir aus Mord mit Aussicht und zwar in der italienischen Variante, auch in Italien wird es gezeigt, oder? Ja, in Italien läuft es anscheinend ganz gut. Sie können perfekt Italienisch. Ich habe das nämlich einmal gesehen, da haben Freunde von mir am Campingplatz das für mich so mit dem Handy gefilmt, weil sie auch so und dann sehe ich mich selber so auf dem Handy, wie ich so ganz, ganz toll Italienisch spreche, mit so einer ganz tollen Stimme. Und ich war so, dachte, oh, wenn das so wäre in der Welt, dass das jetzt so auf mich übergeht, das wäre fantastisch. Das ist eine tolle Sprache. Tolle Sprache und dann so schnell und ich war sehr beeindruckt.